Herzlich willkommen, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, zum Video Goethe Zertifikat C1 Leseverstehen Aufgabe 3. Lesen Sie bitte den folgenden Text und wählen Sie bei den Aufgaben 1 bis 10 die Wörter A, B, C oder D, die in den Satz passen. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Autofahrer verlor seine Frau. München. Über Gott und die Welt unterhielt sich ein 57-jähriger Mann während einer Autofahrt auf der B8 mit seiner Frau. Einerseits ist die Präposition während die einzige von den vier Präpositionen, die man neben dem Dativ auch mit Genitiv benutzen kann. Hier kann man den Genitiv aber nicht erkennen, weil Genitiv und Dativ feminin ja gleich sind und deswegen muss man hier auch die Bedeutung beachten. Während einer Autofahrt. Als ihm das Gespräch gar zu einseitig erschien, wurde er schließlich stutzig. Wo war seine Frau? Verblüfft stellte der Mann fest, feststellen, dass die Synonyme wären bemerken oder entdecken. Verblüfft stellte der Mann fest, dass sich seine Gattin nicht mehr im Auto befand. Laut Polizeibericht vom Donnerstag hatte das Paar vor, die Familie der Tochter zu besuchen, um gemeinsam Heiligabend zu feiern. Die langen, sperrigen Weihnachtsgeschenke passten allerdings nur auf den Beifahrersitz, so dass die 56-jährige Gattin auf der Rückbank Platz nehmen musste. Platz nehmen ist das Synonym für sich setzen. Während der Fahrt bemerkte sie dann, dass ihr Sicherheitsgurt verdreht war. An einer Ampel stieg sie aus, um den Gurt in Ordnung zu bringen. In Ordnung bringen heißt so viel wie regeln oder richten. Der Mann fuhr wieder an und redete weiter. Als er in Gauting angekommen war und weder von hinten etwas hörte, noch seine Frau im Spiegel erspähen konnte. Hier muss es natürlich heißen weder, denn wir haben die Doppelkonjunktion weder noch. Drehte er sich um. Tatsächlich saß er allein im Auto. Da kamen ihm Zweifel, ob er seine Frau überhaupt dabei gehabt hatte. Ob leitet immer einen indirekten Fragesatz ein. Und hier haben wir für da kamen ihm Zweifel, kann man auch sagen, da fragte er sich innerlich. Er kehrte um. Die im Eisregen auf der B8 stehen gelassene Frau hatte sich in der Zwischenzeit durch dornige Büsche am Straßenrand durchgekämpft. In der Zwischenzeit bedeutet so viel wie inzwischen. Eine Streifenwagenbesatzung nahm sie auf. Ihr Mann fuhr an dem Polizeiauto vorbei. Hier fällt mir kein Synonym für vorbeifahren ein. Auf Englisch wäre das to pass by. Und stoppte rund 300 Meter weiter
auf dem Seitenstreifen. Und das nicht etwa, weil er seine Gattin entdeckt hatte, sondern weil seine Frontscheibe vereist war. Es muss hier sondern heißen, weil wir ja im Satz davor die Verneinung nicht haben. Also kann es nicht aber sein. Allerdings und jedoch passen nicht, weil sie eine andere Syntax haben. Er erschrak nicht wenig, als er seine Frau aus dem Polizeiwagen aussteigen sah. Doch dann dämmerte es ihm, dass er wohl nicht richtig hingehört hatte. Hinhören heißt konzentriert auf etwas hören, also ganz genau hören. Als sie ihm an der Ampel sagte, sie müsse ihren Sicherheitsgurt in Ordnung bringen. Konjunktiv 1 brauchen wir hier, weil es indirekte Rede ist, aber das gilt ja für alle Verben hier. Und für die Frau war es notwendig, den Sicherheitsgurt in Ordnung zu bringen. Und wenn etwas notwendig ist, dann muss ich es machen. Also müsse. Damit sind wir am Ende der Übung und hoffen, dass es euch geholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte in unserem YouTube-Kanal. Damit verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiederlurge, macht's gut, euer Deutsch-Global-Team.